Diese Leute hier sind frisch in Hisui angekommen und werden mit uns allen in Jubeldorf leben. Und damit willkommen zurück, Freunde, zu den Pokémon-Legenden Arceus. Genau wie die Galaktik-Expedition am Strand des Aufbruchs entlang ging, wird auch für euch ein neues Leben beginnen. Ich habe gehört, dass es hier in der Hisui-Region nur so ein Stein, wo dringend wilde Pokémon wimmelt. Aber die Galaktik-Expedition sollte bereits bestens mit Pokémon auskennen, ihre mysteriösen Kräfte nutzen, um Jubeldorf zu fördern. Das stimmt. Diesen Ruf haben wir wohl Michael hier zuzuschreiben. Er gehört unserem Forschungstrupp an. Es ist der Zusammenarbeit aller Mitglieder zu verdanken, dass Jubeldorf so prächtig gedeihen und uns als Heimat in Hisui dienen kann. Aha. Wir werden helfen, wo wir nur können, Herr Expeditionsleiter. Okay, warum sollte ich jetzt mit zum Strand gehen? Dank der Pokémon-Untersuchung des Forschungstrupps vergrößern sich auch die Gebiete, in denen wir sicher operieren können. Das wiederum macht es uns erst möglich, Neuankömmlinge bei uns aufzunehmen. Aber ich muss schon sagen, Michael, du magst Pokémon wirklich sehr, nicht wahr? Jo! Viele unserer Mitglieder wurden bereits von Pokémon angefallen. Und trotzdem hältst du in einer Sympathie für sie fest. Ich schätze, das ist eine nötige Eigenschaft für Mitglieder des Forschungstrupps. Vergiss trotz allem nicht, dass Pokémon furchteinflößende Wesen sind. Egal, ob wir nun ein Leben ihrer Seite führen wollen oder nicht, wir müssen uns mit ihnen auskennen. So wahr ich den Boku heiße, wenn es sein muss, werde auch ich drastische Maßnahmen ergreifen, um Jubeldorf und seine Bewohner zu beschützen. Okay. Ist der vielleicht der große böse Endboss des Spiels? Expeditionsleiter Boku, Perle von Perlklein ist hier. Ich denke, ich weiß, warum sie hier ist. Gibt's noch einen Wächter oder was? Der ausflippt. Nicht ein Wächter, sondern den König auch nicht. Egal. Michael, schau dir selbst an, wie sich Jubeldorf und die Arbeit des Forschungstrupps stetig verändert. Und komm anschließend in mein Büro. Zu Befehl! Auf zu neuen Taten! Nee, scheiße. Wir haben halt immer noch was mit diesem scheiß Boot, das soll. Ob wir da irgendwann mal mit fahren können, irgendwo anders hin oder so, auf andere Inseln, weil eigentlich wissen wir, dass die ganze Hisui-Region doch relativ groß ist. Und, also beziehungsweise Sinnoh, wie auch immer, es noch ein paar andere Inseln gibt. Und das könnte ja ein Indiz dafür sein, oder? Was die Zukunft bringen wird. Ja, das ist was Wahres dran. Und ich hoffe, dass die Zukunft des Spiels vor allem grafetechnisch was bringt, weil ganz ehrlich, vor allem wenn du in Höhlen unterwegs bist und so, man sieht halt einfach, wie unscharf die ganzen Modellierungen sind. Doch hier zum Teil die Frame-Einbrüche und das hat das Spiel nicht verdient. Das Spiel ist eigentlich sonst geil, auch in den Cutscenes und so. Aber was hier zum Teil angeboten wird, nee, das ist einfach nur Kacke. Sorry. Wenn es mal so sagen muss, aber... Oh, ja, falsch. Da hoffe ich tatsächlich, dass ich den Entwickler mal noch ein bisschen was... einfallen lassen nicht, das ist schon klar, aber... Dass Entwickler sich dafür mal noch ein bisschen Zeit nehmen und daran noch arbeiten. So, der will noch sein großes Bammelin haben. Da ist einer mit der Sidequest. Da werden neue Häuser gebaut. Natürlich auch cool, weil, dass man hier sieht, wie halt das Dorf selber auch größer wird immer. So. Dann haben wir die Missionsliste. Nie-Missionen. Okay, den haben wir. Da geht es noch um die beiden. Den muss ich noch suchen. Das kann ich fragen. Die Fliehstraße, ja, dann flieh doch mal. Nein, wir fliehen nicht. Was geht ab? Wusstest du, dass derzeit Pilze erforscht werden, auf Pokémon wachsen? Ich glaube, es handelt sich dabei um das Pokémon Parasek. Parasek fangen würdest, haben wir. Also Parasek für mich? Irgendwo aber sicher eins, ja. Okay.
Ich meine, das Schwächere. Das hier in dem Fall. Ach, wo ist jetzt das Parasek? Oder willst du mir das sagen, das ist ein Pilz? Der Pilz hat sich rumgedreht. Ah nein, das ist ein Pokémon. Das Pokémon hat sich rumgedreht. Doch lässt mich meine als Pilzveteran stark ausgeprägte Intuition dieser These zweifeln. Stellt sich mir die Frage, ob es nicht auch der Pilz was auch so eben bewegt hat. Was? Ach nee, das ist nicht so eine theoretische Quatsch, quasi Lie wie von wegen, was war zuerst das Huhn oder das Ei? Was für ein absurder Gedanke, wenn du wüsstest, was es alles für Pokémon gibt, ey. Gut. Eine Sidequest mehr abgeschlossen, Freunde. Ah, immer die falsche Taste. Das ist doch geil. Das ist so schön. Mal kurz hergucken. Was? Im Ödnisbasis zu sagen hat. Okay. Gut. Ja, wir haben ja sonst noch Quests, die wir mitnehmen können. Ob wir auch wollen, ist wohl eine andere Frage. Man hat aktuell aber irgendwie keinen Bock darauf, noch weitere Quests mitzunehmen. Ja, wobei andererseits. Warum eigentlich nicht? Warte mal. Wie viele Punkte habe ich eigentlich? Pokémon tauschen. Nee, sorry. Items erhalten. 795. Okay. Wir können schon mal Gedanken machen, was wir als nächstes Item mal nehmen sollen. Ich tendiere irgendwie zum Verbindungsschnur oder Linkkabel. Ja, auch immer. Mal gucken. So, der Übungsplatz. Gut, dann wähle ein Pokémon. Ja, muss natürlich noch gut überlegen. Will gut überlegt sein. Im Prinzip müssen Pokémon sowas irgendwie eine Attacke. Indem ich eine Attacke manuell beigebracht habe. Ich hatte irgendwie zum Beispiel jetzt hier Luxtra. Könnte der jetzt irgendwie Eiszahn meistern? Wir testen es mal. Wir kriegen sich noch mehr Meistersamen. Nee. Okay. So zum Team Meistern. Genau. Da passt es soweit für mich. Wie sieht's bei ihm aus? Nee. Luxtra wird vermutlich auch noch nichts Neues haben. Ja, sondern bringt da irgendwie auch nichts. Boschelin hat ja ein paar Dinger schon drauf. Ja, ja. Vor allem auch Eiszahn gelernt. Alles cool. Gedankengut bereits gelernt. Ja. Und noch schön. Ich glaube, das war jetzt das hier. Ja, doch, war das hier. Das krasse Nibelung, was wir haben. Mit dem verdammt hohen Spezialangriff. Was ich gerne mal zum Gengar und so entwickeln würde. Aber wir haben hier auch noch unser Sichlor, was er jetzt nochmal entwickeln will. Wir können sogar noch Kreuzschere beibringen. Der Psychoklinge, alter Schwede. Warum eigentlich nicht? Ein bisschen Kohle habe ich noch. Natürlich gehe ich eher ein bisschen auf physische Moves, ist klar. Da ich auch stark bezweifle, dass Axanthor irgendwie speziell wäre. Wie ist denn so? Was könnte eigentlich hier das Nebulak hier lernen? Oh, natürlich Zauberschein, das wäre natürlich auch geil. Spukball wird es auch selber lernen. Matschbombe, Eissturm. Natürlich vor allem Matschbombe und Spukball natürlich geil. Tiber-Taken eher weniger, weil sie sind ja physisch und Nebulak, Alpolo und Gengar sind eher speziell drauf. Der
Hier ein Energieball. Mhm. Okay, dann merken wir uns. Die Pokémon selbst sind die weidemäßig verschieden. Der wäre unsicher. Ach ne, aber das falsche Sichler gewählt. Kackemann! Okay. Wir müssen ganz kurz gucken, Freunde. Wir Zeit mal unsere Pokémon auszutauschen. Also ja, dementsprechend wird jetzt wohl Buschling in die Box oder aufs Feld wandern, sag ich jetzt mal. Wir nehmen dafür Sichler mit und werden es auch noch, wenn es geht, entwickeln. So. Ah, komm mal wieder, super. Der Fototyp hat wieder was Neues. Oh nee. Du. Ja, bei der 80 sieht eigentlich schon so aus, wa? Kacke. Also nehme ich jetzt Buschling. Lege ich jetzt mal hier ab. Mal ganz kurz gucken. Wann das jetzt hier? Der war natürlich wegen der Initiative. 118 Initiative natürlich. Verdammt viele. Klar, es ist 5 Level höher, aber trotzdem, meine. Würde ich nie wieder aufholen können. Ich habe jetzt dem falschen Pokémon was beigebracht. Kacke. Sogar 2 Dinge beigebracht. Toll. Gut, mein Fehler. Natürlich auch doch jetzt das mal hier mitnehmen. Potenzial war und das sind diejenigen, die ich jetzt schon mal ein bisschen trainiert habe. So, jetzt hier die Frage: Kann man sie irgendwie auch? Offenbar nicht, war. Gerade überlegt, ob man irgendwie auch besser sortieren könnte hier die Boxen, aber offenbar. Offenbar neutrales Wesen, das Kramurks. Das ist schwierig, weil ich keinen irgendwie Vergleich habe, ob das ein gutes Kramox ist oder eher weniger. Danke, mache ich. So. Okidoki, dann Sichlor. Wir gehen nochmal zur Attackemeisterin. Ja, jetzt habe ich halt eben glaube ich, irgendwie 4000 ausgegeben für nichts und wieder nichts. Aber zu doof war und das falsche Pokémon gewählt habe. Scheimkleister. So was muss natürlich mir passieren, da ist klar. Ja, was willst du machen? So, unser netter kleiner Übungsplatz. Also, beibringen, ja, gerne. Hier, Sichler. Hm, kennst du? Ja. Bisschen was aber noch. Sehr schön. Dann. Ah. Die Auswahl. Nee, danke. Reicht erstmal. Dankeschön und tschüss. So, unser liebes kleines Sichlor. Was habe ich hier? Silberhoh auch. Natürlich eine geile Attacke, aber bringt mir vom Typus her nicht viel, muss man auch mal sagen. Doppelschlag, nee, das tut nicht mal im Fall. Also, kann natürlich schon cool sein, kein Thema, aber für das, was ich jetzt gerade vorhabe. So, ganz ehrlich, wenn der Sichlor jetzt schon die krassen Moves drauf hat, mit Kreuzschere, Aeroas, vor allem auch Psychoklinge mit immer hoher Volltrefferquote, Ruckzucki, das sind schon mal krasse Moves. Aeroas natürlich von den Flugtypen. Aber jetzt, Freunde, wird es noch krasser. Denn jetzt entwickeln wir Sichlor. Die Frage ist natürlich jetzt bei Moves, die es selber gelernt hat, ob es die jetzt noch meistern kann oder nicht mehr. Hm, werden sehen. Axantor. Doch krass aus. Kein neuer Move gelernt, okay. Und auch sind einfach hier, okay.
Doppelschlag, Tarnstein, Luftschnitt. Tarnstein eventuell und dann aus Steingeschoss. Das Ziel ihn durch verstreute Steinsplitter wiederholt Schaden. Ja, ich glaube, das kann man machen. Muss man natürlich auch sehen, dass schon mal ein krasses Pokémon ist. Erst einmal auf dem Typus her. Käfergestein, das sieht man nicht alle Tage. Der Angriff, Alter. Also Speed natürlich gut. Defense mehr ist jetzt nicht so toll. Aber Defense haben wir eigentlich unser Nachtara. Und Frau Maxante, 146 Angriff mit Level 20. Ja, da ist schon krass. Gefangen vor allem. Axanto, sag guten Tag. Na du? Ja, du bist echt ein krasses Pokémon. Erinnert mich ein bisschen an Xerox. So. Dann hätten wir das jetzt auch. Jetzt die Frage. Noch ein paar Sidequests mitnehmen. Ich glaube schon, wa? Nochmal zum Anfang da zurück. Ja, wie gesagt, einfach mitnehmen kann ich es mal. Man weiß nie, wann man die Quest plötzlich mal unterwegs mal lösen kann. Oh, der mit seinem Boden, okay. Muss ich ein neues Pokémon bringen, oder was? Forschungstrupp, oder du kommst nicht gerufen. Was ist ein Eingangbewässer? Ich hätte gesehen, wenn du es ausleihen könntest. Mit Miki war es übertrieben, aber wir haben hier ein paar. Wer ist mit Anton? Der sagt ja extra ausleihen, also. Jo, kommt doch gut. Lass mich ran, das nächste wird irgendwie sein, ein Pokémon vom Typ Kampf, um den Felsen wegzuräumen. Dacker wird größer. Weil hier die ganzen Felsen noch sind. Hatte gerade. Natürlich jetzt vom Team her. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht entweder Staraptor oder Darmhirplex bald mal einen Platz räumen müssen für irgendwie ein neues Pflanzen-Pokémon. Eigentlich will ich mir mal einen Gelast fangen. Auf dem Typus Pflanzenboden und so wäre es natürlich cool, weil uns fehlt irgendwas gegen Gestein und ja, ein Stahl-Pokémon und so. Wir haben ihn, gut, natürlich Staraptor mit Nahkampf. Sonst ein paar Typen fehlen jetzt noch. Klar, wir haben hier Käfer, Gestein ist cool. Wir haben Unlicht, normal, vielleicht später normal Psycho oder so. Elektro. Obwohl natürlich Luxray auch eine Eisattacke drauf hat. Aber es geht sicher noch besser. Ja, da doch ist gemeistert, alles cool. Nehmen Donnerwelle, um Pokémon zu schwächen, um sie besser zu fangen. Kommt gut, Freunde, kommt, glaube ich, gut. So. Dann hier oben. Ah, da oben steht er ja. Was ich eigentlich noch klein stand, dann kann ich wieder mitnehmen. Die Frage ist, gegen was für eins? Komm, weißt du was? Kriegst du mal einen Georock? Ja, Georg, dein Ton. Ja, ja. Es läuft und läuft und läuft. Die Folge läuft auch davon. Unser Schweif. Hä? Ich hab's noch nicht, oder? So, der Spoink oder was? Ja, die gibt's doch hinter gar nicht. Hier kannst du Muggelbaum haben. Ja, müsste eigentlich Spoink sein. Hä, da gibt's das Pokémon hier überhaupt? Okay, keine Ahnung. Muss ich mal gucken, Freunde. So, was haben wir sonst noch? Hier müsste noch eine Quest sein zum Mitnehmen. Ich frage es bloß, wo genau. Hier drin? Nee. In Häusern drin, natürlich, wo auch sonst.
kann ich auch so blöd fragen. Ja, ist doch schon Evoli. Wir sind dabei helfen. Wie soll das gehen? Mein Enkel im Fleet hat es letztens mitgebracht. Ich meine, unbedingt, dass Evoli mich mag. Kann man ein bisschen füttern mit ein paar Beeren oder so? Man hat entschieden, doch leider man hat zu, nein, Hussi nicht. Okay. Wir bringen mir 3 Ähren Munterreis, 2 Pfobeeren und eine Himbeere. Ein Teil natürlich davon, aber natürlich den Munterreis nicht, weil ich ihn schon verbraucht habe. Super. Gut. Wir müssen wieder ein paar Eisdinger holen. Und vor allem nicht zu voll wieder verbrauchen. Das ist natürlich ganz wichtig. So, dann haben wir da noch 3 Quests. Dann ist die Frage, mit der Hauptstory direkt weitermachen oder... Doch erstmal noch ein paar Side-Quests und vor allem seine Gebiete noch besser erkunden. Weil das schickt uns garantiert wieder ins nächste Gebiet. Ja, und? Wir haben nicht wählen, dass ich das aufgenommen habe. Das Pogen auf dem Foto, ja. Ja, ein Zwielicht. Das muss ich erstmal finden, ey. Wir haben selber noch nicht gesehen, Freunde. Das ist ein bisschen doof gerade. Okay, was können wir machen? Da sind Frisuren und so. Da haben wir eine Quest für uns. Ah, warte mal. Ich wollte gerade irgendwie gucken, ob man irgendwas Neues herstellen kann. Aber doof, ich hab's ja selber hier drin. Kann ich mal gucken. Ein Hypertrank. Ja gut, ich nur 50 mehr, also. Ob das dafür überhaupt lohnt? Das ist eine andere Frage. Ansonsten mehr haben wir noch gar nicht, krass. Toll. Muss ich schon wieder verhandeln? Moment. Haben wir mal die Dinger gesehen? Die Tonnenbeere, war hier Zentnerbälle. Das ist eine Version des Schwerballs. Dass halt irgendwie die Schwerbälle selbst nicht weiterentwickeln kann, natürlich doof. Weil es einfach so viele Schwerbälle. Ja. Okay. Muss man einfach angewöhnen, Leute, dass ich halt nicht so viele Bälle immer herstelle. Das wäre natürlich ganz wichtig. So. Einmal gießen bitte. Ja, muss ich nochmal rein, da ist klar. Nee. Einmal gießen bitte. Da muss ich sowieso irgendwo anders hin. Nachfragen noch in Waren. Knallmus. Ach, glaube ich nicht. Im Inventar, oder? Wir müssen uns jetzt stark wundern. Nee, sieht eher schlecht aus. So ein komisches Item dabei hätte. Nein, wie welche Beeren oder so? Ablegen vielleicht. Mach's mal so, komm. Gut. Du.
Tja, wollen wir mal sagen, wir holen uns aber doch mal nach unserer nächsten Quest ab, sowohl noch eine Sidequest als eine Hauptquest. Wir aber trotz nächster Folge und auch übernächste Folge noch ein paar Sidequests machen. Und vor allem, ich will ja gerne noch das eine Pflanzen-Pokémon finden, aber auch noch das andere Pflanzen-Pokémon, in dem Fall der Gelass, würde ich gerne noch auftreiben. Alle unten war. Ja. Aber Rang genau sieht. Mal die Tangela. Was ein Rankengewusel. Das ist es, das ist gerade aus meiner Heimat. Kommst du aus Kanto? Kein Ding. Vor allem ist die Frage, wie sieht es eigentlich unter den Ranken aus? Das ist doch mal eine interessante Frage. Ah, ein paar Ibi-Bonbons, sehr schön. Natürlich für Axanthor. Ich hab beide. Denn das hängt jetzt natürlich ein bisschen hinterher, aber ich glaube, es wird relativ schnell aufholen. Was kann ich für dich tun? Dies und jenes. Verhandeln mit ihm. Also, okay, Knallmus. Darum geht's bei dem, okay. Alles klar. Ist die Quest jetzt bei mir offen? Also aktiv meine ich. Tatsache. Das wollte ich eigentlich nicht. Jetzt geht's doch um die Hauptmission, zumindest um sie zu aktivieren und zu wissen, wo es nachher hingeht. Ich kann deine Tasche erweitern. Schnauze. Ja, kann er schon, aber für ein horrendes Geld, den kann ich mir gar nicht mehr leisten. Der wollte aber schon beim letzten Mal um die 5000 Pokédollar haben. Nee, nee. Ich habe irgendwie ein Gerücht gehört, dass irgendwie das letzte Upgrader will irgendwie eine Million haben. Denke mir auch so. What the fuck? Du hast also die Pokenroten Sumpfland erforscht. Gut gemacht. Als erstes wirst du dich ins Kobalküstenland begeben. Ja, aber ja, sehr viel später. Sag dir gleich vorweg, dass du da vergeblich einen König und eine Königin suchen wirst. Lass uns das Ganze etwas genauer ausführen, Michael. Es gab doch mal einen König, wie es dann vor wenigen Jahren zum tragischen Unfall kam. Der König verlor dabei sein Leben. Nun geht aber die Kunde, man habe an seinem ehemaligen Aufenthaltsort seltsame Schattengestalten gesichtet. Damit noch nicht genug. Mitglieder des Sicherheitstrupps und des Produktionstrupps sollen beim Sammeln von Materialien auf der Feuerspeinsel ein Gespenst attackiert worden sein. Eure fürchterlichen Zustände dürfen wir in einem Hoheitsstädte auf keinen Fall zulassen. Unsere Wächterin Kobalküstenland ist gewissermaßen verhindert. Hä? Wie das? Du kannst sicher schon denken, was meine Anweisungen sind. Nimm du dich der Sache an. Die Insel ohne König. Könnt im Kobalküstenland auf dich warten. Die Landschaft dort ist wunderschön. Aha, machst ein bisschen Sightseeing-Urlaub, ja, ist klar. Es tut mir leid, dich mit einer so verqueren Situation konfrontieren zu müssen. Michael ist ein fähiges und fleißiges Mitglied der Galaktik-Expedition. Diese Aufgabe kann ihm ohne Sorgen anvertraut werden. Stimmt, immerhin hast du es ja auch geschafft, den König des Waldes zu beruhigen. Du hast mein Vertrauen. Roger, Roger. Als nächstes gilt es, das Kobalküstenland zu erforschen. Ein deutlich längere Strecke als zuletzt ins rote Sumpfland steht dir bevor. Warte dich also. Mit einem Rang sollst du ohne weiteres ins Kobalküstenland aufbrechen können. Du kennst deine Mission. Erforsche die Feuerspeinsel. Ja, schon. Aber eben, Freunde, damit werden wir uns noch ein bisschen zurückhalten. Erstmal nächste Folge. Noch ein paar Sidequests. Vor allem, die gerade auf dem Weg liegen. Und vor allem, eben will ich noch das Rote Sumpfland doch noch ein bisschen erforschen, wenn es vor allem darum geht, noch das eine oder andere wichtige oder wilde Pokémon zu finden. Auch irgendwie noch ein Shellass zu finden und so wäre ganz geil. Oder Shellkran oder vielleicht sogar ein Shellterra, je nachdem. Was irgendwie realistisch erscheint. Dann sage ich mal an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen und hoffe, du bist beim nächsten Mal zurück bei Pokémon Legend Arceus. Ciao zusammen.